MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer mit dem Pascal. Hallo. Ich fahre jetzt hier durch Oslo, hole mir gleich meine Ladung ab und schleiche hier gerade hinter einem, der ungelogen mit 10 Stundenkilometer die Stadt fährt. Wir haben jetzt beide Ladungen nach Budapest. Und wir treffen uns dann, sobald wir aufgenommen haben, wieder am Hafen, wo wir vorhin auch übergesetzt haben. Und dann haben wir endlich mal ein ganzes Stück, dass wir zusammenfahren. Immer vorausgesetzt, das klappt jetzt mit den Ladungen. Immer wenn es so gut klappt, ist bisher irgendwas dazwischen gekommen. Bin heute scheitfaul. Ich muss 60 Kilometer fahren. Ich auch. Ich muss den komischen den Bohrer holen. Okay. Ne, ich hab irgendein normalen Auflieger. Oh, Vorfall 8. Egal, gestern kam da auch nichts. Und vorhin auch nicht, ne? Ja. Aber hier oben ist sogar relativ ruhig bei mir in der Stadt. Okay. Maximal 10 Leute, maximal. Naja. Das von, geht eigentlich. Von mir aus können es auch 30 sein, wenn sie halbwegs vernünftig sind, ne? Ich meine von der Lagerei. Ja. Lang tut es ja meistens, wenn da irgendeiner eh schon schlechten Ping hat und dann noch unbedingt Rundumleuchten anhaben muss und alle Beleuchtung haben muss. Und irgendeine 25 Farblackierung auf dem LKW und 37 Hörner dran, 28 Zusatzleuchtungsbeleuchtungsgedöns und so. Unterbodenbeleuchtung. Du weißt, was ich meine, ja. Hydraulik, Liftachse. Nee, Nummernschilder. Die Leute mit den schwächsten, mit der schwächsten Halfe, mit der schwächsten Leitung haben meist die meisten Lampen am Auto. Dann auch bloß jede Rundumleuchte von den 37, die sie verbaut haben, an. Weil sonst macht es ja keinen Spaß. Eben. Ne? So, wir düsen hier wieder unterirdisch durch Oslo, den Weg kenne ich ja schon von der Anfahrt her. Und dann werden wir gleich mal hoffen, dass der Auflieger da ist. Ich hoffe, dass mein Auflieger da ist. Ich glaube, ich hole bei Polarline. Boah, Alter! Und? Ja, ach, riesen Crash gehabt hier. Hat er sich entschuldigt. Ja, wie viel kommen denn da noch? Wo ruhe ich denn jetzt eigentlich? Bei Polaris oder was? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ich muss ja nur kommen über die Fähre zu meinem Auflieger, ne? Weiß auch nicht mehr, was ich holen wollte. Budapest haben wir gesagt, ne? Ja. Leere Fässer. Auch nicht schlecht. Leere Fässer. Mal komme ich unter durch. Das hat mein LKW auch nicht gekostet, ne? 2%, mein Herrgott. Ich weiß nicht, wie ich hier fahren muss, ne? Ja, manchmal ist es ein klein bisschen unübersichtlich, ne? Und die sind immer alle unterschiedlich. Die ganzen Steinbrüche, die neuen. Die sind nicht gleich. Okay. Also ich würde dann gleich mit der Fähre aufsetzen und warte dann drüben auf dich, ne? Ich habe noch ein paar Kilometerchen. Kilometerchen? Was sind denn Kilometerchen? Die Sachen, wo man... was so auf dem Tacho steht. Das sind Kilometer, aber keine Kilometerchen! Doch. Ich hab nur 1611 Kilometer. Bis zum Abholen der LKW, der Ladung, oder was? Ja. Na, ich habe insgesamt 1900 Kilometer. Ich fahre jetzt auf die Fähre. Ja, ich muss aber erstmal. Ich muss erstmal gucken, wie ich fahren muss. Mach keine Hektik, Pascal, keine Hektik. Jönköping kann ich ja so fahren. Warte einfach bei Polaris. Beziehungsweise Friedrichshafen an der Tanke. Also ich... An der Tanke, ich kann mich hier auch im Hafen sonst hinstellen. Oder so. Dann kannst du mich so ein bisschen navigieren. Jo, nach Jönköping... Bis Jönköping weiß ich, wie ich fahren muss. Ich muss mir hier nur einen halbwegs anständigen Parkplatz suchen. Bist du denn? Noch bei mir oben, da wo ich abgegeben hatte. In Lengenköping. Also du willst ja... Über Jönköping und dann nach... Göteborg, ne? Nehme ich an. Über Göteborg und dann nach Friedrichshafen. Ja. Und du hattest abgegeben in wo? In Lengenköping. Was denn? L-I-N. Also nach Jönköping fährst du jetzt logischerweise, ne? Moment. Der will mich jetzt woanders hinschicken. Ich fahre jetzt runter. Ja, ich fahre jetzt auf die Autobahn Richtung Jönköping. Auf die E4, ne? Ja. Gut, im Prinzip bleibst du dann auch immer auf dieser Autobahn, fährst da gar nicht runter und kommst relativ automatisch direkt nach Göteborg. Wenn du immer auf dieser Autobahn bleibst. Alle Abfahrten links liegen lassen. Also er fährt jetzt hier drauf, die E4, dann zieht er hier runter, fährt hier an Jönköping vorbei. Bin jetzt am E4-Schild. Ja, auf der Autobahn, ne? Also ist er hier. Ja. Wie gesagt, du bleibst immer auf dieser Autobahn. An Jönköping links vorbei. Immer drauf. Dann kommt auch eine Tankstelle, da fährst du auch noch vorbei. Dann kommt noch mal ein paar Abfahrten. Aber du bleibst immer drauf bis zur Abfahrt nach Göteborg. Es gibt hier sogar ein Volvo-Werk. Wo? Ja, über Göteborg.
Oder fahr ich da mal vorher vorbei? Mein Spaß. Da kommst du nicht dran vorbei, also. Vielleicht muss man das auch erstmal einmal frei hinfahren, um dahin zu laden, ne? Keine Ahnung. Irgendwann gucken wir uns auch mal das Scania-Werk auf jeden Fall an. Ja, das ist, ich wäre hier jetzt in der Nähe, ne? Oh, relativ. Aber da müssen wir irgendwann unbedingt mal hin. Ab mit oder ohne Fracht. Wenn wir oben auf der Ecke sind, ne? Ja. Ich fahre jetzt an der Raststätte vorbei. Alles klar. Wegen Parkplatz. Wie Parkplatz? Ein normaler Parkplatz. Ach so, an diesen hier Streifen. Ja. Ja, rausgezoomt zeigt ja gar keinen Parkplatz an, deswegen. Gut, dann ist er jetzt da. Wie gesagt, läuft es jetzt langsam auf wie ein Köpping auf. So, ich werde aber das Video dann hier kurz pausieren. Machen wir quasi einen kleinen Zeitsprung, bis Pascal in der Nähe ist, weil bei mir wird hier jetzt im Moment nicht allzu viel passieren. Also wir sehen uns wieder, sobald der Pascal hier irgendwo auftaucht, da vorne bei diesem grünen Anker. Bis dahin, reinhauen. Ach, geht ja gar nicht, ich habe die Pausenfunktion gar nicht aktiviert. Ich kann das Video gar nicht pausieren. Das ist ja extra für Euro Truck Simulator rausgenommen. Ja. Gut, dann müsst ihr das jetzt auch sein. Das hatte ich rausgenommen, als ich das letzte Mal versehentlich F10 gedrückt habe. Kannst du dich erinnern? Mhm. Und dann nicht mehr wusste. Und da, wo dieser J.H. Sascha jetzt rausgekommen ist, da kommt auch gleich irgendwann Pascal raus. Schneemann. G.E.R. Micha. Nee, Schneemann. Nee, hier ist ein... Der ist gerade bei mir vorbei. Okay. Hier kommen jetzt gerade ein Sascha und ein Micha. Aber Micha scheint leichte Probleme zu haben, weil der kommt nicht vom Fleck. Und Sascha wartet jetzt schon. Aber Sascha hat Warmlinkanlage an. Fahre jetzt an Young Capping vorbei, zum Zentrum hin. Vorbei. Wieso zum Zentrum? Direkt komplett auf der Autobahn bleiben, direkt vorbei. Ja, beim Zentrum vorbei war ich. Ja, alles klar. Immer drauf bleiben bis Göteborg. Müssen noch langsam die ersten Göteborg-Schilder kommen. Was machen die denn da? Jetzt will der sich hier neben mich stellen oder was? Das sehe ich aber gar nicht ein. Das ist mein Parkplatz. Fahr mir in die Karre, Alter. Ich zieh dich aus deinem LKW. Ich hole den Drehmomentschlüssel raus. Habe ich selber dabei. Na, aber wenigstens einen schönen DAF. So, Micha ist auch in Gang gekommen. Micha 81. Nicht ganz mein Jahrgang. Hat er nicht gesehen, dass... Ja, ich wollte gerade sagen. Gute Fahrt, Jungs. Gut, das Vorfahrt-Achten-Schild heißt normalerweise, man hält dort an, aber gut, von links kann da nichts kommen, da haben sie auch wieder recht. So, jetzt werden noch Wetten angenommen. Was ist der nächste LKW, der da kommt? Ist es Pascal oder ist es jemand anders? Nein, es ist Super Grubi. Darf ich mitwetten? Ja. Ich tippe zu 97%, ich bin nicht derjenige, der da okay. kommt. Naja, zu 97%, ja oder nein? Nein. Also bin 97% gespannt. Bin ich nicht derjenige. 97% gibt's nicht. Es gibt, du bist der Nächste oder du bist nicht der Nächste? Ich bin nicht der Nächste. Okay.
bisschen bewegen, bevor wir hier wegen AFK wieder runtergekickt werden. Na, wie spät auch schon rum? So, immer gespannt. Also bisher hat sich noch nichts getan. Aber nicht, dass du dich jetzt davor hinstellst und wartest, ne? Da ist ja immer eine Taktik draus. Ja, dann stehen wir hier womöglich morgen früh noch. Das scheint hier nicht so stark frequentiert zu sein. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier nochmal wieder einen Video-Break. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit dann im nächsten Part. Wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Tschüss. Ciao.